Wir überschreiten jetzt mehrere Grenzen und kommen nach Österreich, das viele Flüchtlinge seit Tagen auch zu Fuß erreichen. In Nickelsdorf, einem Grenzort im Burgenland, werden sie meist erst versorgt und dann in Notunterkünfte untergebracht. Auch auf vielen österreichischen Bahnhöfen sind derzeit Flüchtlinge untergebracht. Am Wiener Westbahnhof waren es heute bis zu 4.000 und um die 900 werden dort auch die kommende Nacht verbringen müssen, berichten Stefan Daubrawa und Ulla Kramer-Schmidt. Wien Westbahnhof, Planabfahrt 18.30 Uhr. Wer diesen Zug nach München nicht mehr erreicht hat, wird die Nacht in Wien verbringen müssen. Der Strom an Flüchtlingen hält an. An die 40.000 Asylsuchende sind seit Samstag über Österreichs Schienen von der ungarischen Grenze nach München befördert worden. Heute waren es wieder Tausende. Doch das System beginnt zu knirschen. Um die Mittagszeit stellten die ÖBB Zugverbindungen von und nach Ungarn ein. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir pro Tag über einen gewissen Zeitraum von 3.000 bis 3.500 Menschen befördern können. Das schaffen wir eine gewisse Zeit lang. Aber ich sage Ihnen, wir haben gestern an die 8.000 Menschen transportiert und wir werden rechnen heute mit 10.000. Das ist für uns nicht mehr leistbar. Wir schaffen das nicht mehr. Busse mussten organisiert werden, um das Erstversorgungslager in Nickelsdorf zu entlasten. Bis zu 5.000 Menschen kommen im Laufe des Tages hier an. Weitere 5.000 werden noch erwartet. Sie kommen zu Fuß über die Grenze. In Nickelsdorf werden sie, wie auch die Tage zuvor, von professionellen und freiwilligen Helfern erst versorgt. Wir waren 15 Tage unterwegs und wir haben Glück gehabt. Andere brauchen 1-2 Monate, um hierher zu kommen. Sagt diese Syrerin. Er will nach Schweden weiter. I think about nationality. Es geht mir um die Staatsbürgerschaft. Die bekomme ich in Schweden in 5 Jahren. Und ich will mein Studium beenden. Okay, and I have to complete my study. Vorerst werden sie in Österreich bleiben müssen. In eilig organisierten Notunterkünften in Wiesen, Tulln oder Schwechat. Auch in Wien werden wieder an die 1.000 Flüchtlinge übernachten müssen. Das ist von den Kapazitäten her durchaus machbar. Die Caritas hat laut deren Angaben hier überhaupt keine Probleme, diese Menschen unterzubringen und adäquat zu versorgen. Morgen kann es für die Flüchtlinge dann weitergehen, nach Deutschland.